Moin Moin und willkommen zu einem weiteren Video des Let's Plays zu Contraband Police. Wir steigen jetzt gleich wieder ins Spiel rein und ihr seht es ja, es ist noch dunkel, es ist Nacht. Wir legen uns jetzt wieder hin und starten dann nochmal gemeinsam ja, den nächsten Tag, ja, weil es halt eben sein kann, dass wir vielleicht nochmal irgendeine Meldung bekommen von Yuri oder wem auch immer. Und da möchte ich natürlich gerne, dass das hier auch ja, noch mit hier reinkommt. Normalerweise, ihr seht das ja jetzt gleich, ne, der Tag beginnt. Ja, häufig kommt dann sowas wie, ne, ein neuer Tag beginnt, bist du bereit, ne, sowas halt, ja, meistens bin ich nicht bereit, aber gut, danach geht's auch gar nicht. In dem Fall ist das ja auch dann auch in Ordnung. Aber wir hatten es ja schon ja jetzt ein paar Mal gehabt, dass dann schon irgendwie zu Beginn noch irgendwas kommt und ne, irgendwelche Bestimmungen. Haben wir natürlich auch alles hier immer stehen, was wir dann auch, ja, nachvollziehen können und müssen. So, nochmal kurz abchecken. Wir haben noch hier Schmuggler 10, Alter des Fahrers 54. Eigentlich war ich der Meinung, dass wir das beim letzten Mal schon hatten, aber egal. Gut, wir sprechen ihn mal an. Schönen guten Morgen, der werte Herr. Ja. Das ist notwendig, mein Lieber. So, also hier schauen wir mal, ne? Hier sehen wir schon wieder... Auf der Arbeitskarte, er ist von Beruf Lehrer. Ah, schwierig. Schwierig. Ja, lehrende Personen, ja, sind genau wie Künstler und Journalisten in unserem Land nicht erwünscht. Ja, also auch da schon mal erstmal hier ein Kreuzchen setzen. Wir checken mal den Rest. So, das sieht ganz gut aus. So, gültig für. Prinzipiell alles schön und gut. Also, er hat noch einen Kühlschrank, den er mit sich fährt. Ja. Da muss ich ja sagen, den würde ich ja gerne mal abladen. Und erstmal gucken, was da drin ist. Ja. Gut aus. Ne, ihr kennt das ja, wir checken alles dreimal ab. Ne? Kann ja sein, dass hier vielleicht auf der Rückseite noch so ein Stauraum, ja... gemacht wurde, wo dann eben was geschmuggelt wird. Ich traue denen hier alles zu. So, okay. Kann ich hier direkt wieder aussteigen? Nice. So, auch das Auto macht erstmal so optisch einen recht soliden Eindruck. Dann kann erstmal hier der Kollege... Ja, genau, du bist gemeint. Erstmal wieder den Kühlschrank zurück. So, jetzt muss ich mal eben kurz räuspern. Ihr kennt das ja auch alles, ne? Ist ja hier alles live. Also, so halb, ja. Aber es wird ja nicht geschnitten oder so, wie auch immer. Ja, daher. Gut, also. Kühlschrank. Das passt erstmal. Am Auto habe ich jetzt auch erstmal nichts... Wir sehen, was da nicht passt. Die Scheinwerfer sehen gut aus. Rückspiegel sind da. Reifen sind tutti kompletti. So, Stoßstangen. Das sieht erstmal soweit ganz gut aus. Aber aufgrund der Thematik, dass du halt Lehrer bist, mein Freund, kommst du halt leider hier nicht rein. Es ist noch nicht vorbei. Ja. Oh, wo ist meine Mistgabel? Dann müssen wir halt ein Küchenmesser rauspacken, ja, mein Freund. Ja. Such dir halt einfach einen anderen Beruf. Ja, so. Wir leben nämlich nicht in 2023, ja. Perfekte Inspektion, hervorragend. Mehr will ich eigentlich auch gar nicht. So, schönen guten Morgen. Perfekt, sehr gut. So, der André Solmatz. Der ist Holzfäller, ja. Holzfäller sind auch in unserem Land jederzeit willkommen. So. Es sei denn, du hast jetzt hier irgendeinen Fehler. So, gültig für November 81, ja. So. Auch das sieht ganz gut aus. Ja. Kurz mal checken, wie alt er denn ist. 31, das Bild. Ja. Sieht gut aus.
So, was hätten wir hier? Ja. So, mal kurz hier im Motor nachschauen. Ja. Ja, auch das Auto. Sieht soweit ganz gut aus. Scheiben sind alle intakt. So, machen wir wieder die UV-Lampe aus. Und erstmal hier noch ein paar Kniebeuge. So, und dann sagen wir ihm, dass er doch gerne jetzt einreisen darf. Also. Ja. Genau. So, wir warten mal kurz das Ergebnis noch ab, bevor ich den nächsten reinrufe. Perfekte Inspektion. Also, was soll ich sagen, Leute? Wenn es einmal läuft, ne, dann läuft es eben. Ihr kennt das ja. So, einen wunderschönen guten Morgen. Ah. So, Rabbi Yolma. Gültig für Januar 81. Das ist, ja, ein Problem, würde ich mal sagen. Also, ne, hier seht ihr es ja auch nochmal, 8. Januar 81. Wir haben schon den 27. April 81. Das ist halt schlecht. Ja. So, guck nochmal im Geburtsdatum 31, auch das Bild. Ja, sieht gut aus. Ich schalte jedes Mal zu schnell durch. Erstmal bin ich nur die Taschenlampe. Okay. Okay, alles klar. So, kurz nochmal das Auto mit der UV-Lampe von außen inspizieren. Reifen, Stoßstange, ne, hatten wir ja jetzt im letzten Video gehabt, ja. Es gibt nichts an einem Auto, wo die auch, ja, nichts unterbringen können, ja. Was dann heißt, sie können eigentlich überall was unterbringen. Okay. Oh, die Taschenlampe brauche ich jetzt eigentlich nicht. Mach mal den Kofferraum zu, check nochmal kurz den allgemeinen Zustand. Fenster sehen gut aus. Rückspiegel sind da. Ja. Gut. Erstmal soweit alles durch. Aber Haltbarkeit, ne? Ist halt nicht richtig. Ja, warum? Da habe ich die angekreuzt. Kannst du lesen? Ne? Nimm dir ruhig nochmal die Zeit später. Und dann überlegst du dir, wie du es vielleicht beim nächsten Mal besser machst. So. Ja. Oh, auch hier, Kollege, ne? Sie hätten mir auch einfach die Dokumente schon hier durchgeben können, ja? Muss ich gleich direkt mal markieren. Onituro górniczka eto jaksa kidnaja. Meno atma abjawica tajet eti zaliżno incidentie. Okay. Ja, beruhig dich mal. Also, er will da jetzt ganz schnell durch. Was prinzipiell schon mal, ja, nicht das Problem sein sollte. So, gültig für. Ja. Also, hier das Haltbarkeitsdatum ist schon mal für die Katz und auch das Foto. Ne? Also, du hast zwar eine Mütze auf, mein Freund, aber. Das Foto gefällt mir nicht so ganz. Muss ich ja gestehen. Jetzt mal kurz das Alter checken. 59. Hier war 54. Okay. Ja. Ich steig doch erstmal aus. Ich weiß nicht, irgendwas.
Ja. Auch das, dann nimmt er ganz freundlich hin. Aber Kollege, mal eine Frage. Wo bist du eigentlich die letzten Tage mit dem Auto gefahren? Also... Egal. So. Ja. Okay. Не мадро это дураж. Не два чарачмену. Ja. Er scheint wohl, ja, nicht zu lügen. Okay. Aber auch hier, ne, ja, Stoßstange fehlt auf jeden Fall. Reifen sind gut. So, da fehlt ein Spiegel auf jeden Fall. Also, ne, Reifen waren gut. Autoscheibe. Fehlende Spiegel. Stoßstange. Ja. Gibt es sonst noch irgendwas? Hm. Nee. Das soll es dann erstmal gewesen sein. Kommst aber auch eben nicht rein. Warum, wieso, weshalb? Kannst du alles aus dem Protokoll entnehmen? Ja. So, nächster bitte. Yes. So. Was haben wir jetzt? Erhöhte Belohnung. Wie klein ist das geschrieben? So, du kannst jetzt den Häftling anrufen, um deine Gefangenen und die Schmuggel... Was? Also... Da muss ich ja nochmal mit der Lupe dran an die ganze Nummer. Egal. Ja, was hast du? Was kannst du denn anbieten? Ah, ne, komm. Das ist mir zu langweilig. So, gültig 4. Dezember 81. Sehr schön. So, Frachtbrief. Wie alt ist der Kollege denn hier? So, also, ne? Möchte ja nicht unhöflich sein, aber wenn sie vielleicht, Dankeschön, mal so gut sind, schon mal auszusteigen. Ne? Weil so kannst du jedenfalls nicht mehr wegfahren. So, jetzt erstmal hinten hier das Ding auf. Oh. Diese Riesentoilette da wieder mal auspacken. Das lässt du immer noch erstmal meine Sache sein, ob ich da was finde oder nicht, mein Lieber. Ja. So, da ist kein Handschuhfach. Jetzt erstmal checken wir nochmal das... Aha. Guck mal da. Guck mal da. So, zweimal Waffen. Sehr gut. So, wie war das? Wir würden da nichts finden? Hm? 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 Hier geht's weiter, Leute. Jetzt muss ich gerade mal schauen. Oh Mist. Habe ich denn hier noch im Inventar? Ah. Sekunde mal eben. So, kann ich damit den Reifen irgendwie... Pack mal alles ein, wir probieren es einfach mal. Sonst mache ich das ja immer mit der Mistgabel. So, der Reifen ist ja schon platt. Der hier war das, ne? Oder was? Ich jetzt komplett verwirrt. Ach, hier war ich. Ja.
Achso, hier kann ich mit dem Messer machen. So. Waffen. Sehr gut. Also eigentlich schlecht. Aber ne, gut, dass wir es halt finden. So. Und ich könnte schwören, dass er doch 100% hier noch auch irgendwo was drin hat, oder? Da, da. Tja, mein Freund. Da bekommst du jedenfalls Probleme gleich hier. So, was ist hier? Ja. Okay. Oh, ist da noch eine? Okay. Gut. Ich denke mal, wir sind durch, oder? Gibt es hier vielleicht noch irgendwas, was ich übersehen habe? Hier vielleicht an dem Tank oder so? Ja. Hier ist ja jetzt auch nichts mehr, oder? Nee. So. Tür zu. Du kannst erstmal das Zeug wieder einladen. Was warst du? Arosko, Varishu. So, und was mit dir passiert? Ja. Das weißt du ja sicherlich inzwischen. Wie haben wir jetzt eigentlich? 1, 2, 3, 4, 5. Ja. Ja, Leute. Sieht blöd für euch aus, ne? Sieht ziemlich blöd für euch aus. So, du hast ja noch alles im Griff, Kollege, ne? Ja, ja, genau. Trink du erstmal noch schön noch deinen Kaffee. Brauch noch eine Zigarette. Ach, ganz spannend. Ja. Ich würde ja vielleicht jetzt nochmal eben, weil, denn wir müssen ja... Denn wir müssen ja die Gefängnisinsassen ja wieder zum Arbeitslager bringen. Das würde ich einfach mal machen. Denn der Tag ist ja jetzt schon wieder so gut wie durch. Und wir schnappen uns jetzt mal alle fünf hier. So, Tür zu. Hier auch. So. Auch da natürlich, ja, müssen wir uns wieder gleich drauf einstellen. Hier frage ich mich, kann ich noch irgendwen mitnehmen eigentlich? Ja, servus. So, und jetzt die Frage. Meiden wir die Straßen? Bringt das was? Ist das Quatsch? Naja. Ich sag mal so, bisher hat es ja noch immer gut gegangen. Auch wenn wir die Kriminellen, ja, angetroffen haben. Ja, alles entspannt, Leute. Alles entspannt. Lass mich raten, die stehen doch gleich wieder da. Okay. Diesmal nicht. Aber die kommen doch gleich. Da gehe ich doch stark von aus. So. Oh. Ey, Leute. Ey. Kurz einen kleinen Schreck bekommen. So, jetzt müssen wir uns aber ganz schnell beeilen, denn die Terroristen kommen. Ja, also ich sollte mich jetzt etwas mit der Lieferung der Kollegen hier zügeln. So.
Guten Tag. Da rein, ganz schnell. So, Tür zu. Wir haben noch 4 Minuten Zeit, also etwas mehr als 4 Minuten. So, erstmal mal ein bisschen entspannt Radio einschalten hier. Leute! So, 4 Minuten noch. Tür auf. Ja, Entschuldigung. Ich hab's ausnahmsweise mal eilig. So, machen wir mal Licht an. Jetzt habe ich gerade eben für 5 Personen über $800 bekommen. Nice. Das ist mal ein ordentlicher Preis, wie ich finde. Zack. Ah, sieht schon geschmeidig aus, ne? Also. So. Erstmal hier ganz gekonnt mit dem Messer. So, komm. Ziemlich laut, ne? Hat es vielleicht Sinn, einfach mal ein bisschen den Ton mal kurz runter zu regeln? Vielleicht? Ist einfach immer noch unfassbar laut. Oh. Der hat gesessen. Oh, Granate, Alter, bist du denn verrückt? Oh, das war ganz schlecht. Das war ganz schlecht. So. Okay, wir wagen uns mal ein bisschen näher dran. Okay, also das ist ja jetzt extrem laut. Ich hoffe, es war noch erträglich. Ja. Aber es ist auch halt immer so typisch so, ne? Man kennt das ja, wenn man halt irgendwie im Fernsehen sich einen Film anschaut. Ne? Wenn die Leute so sprechen, dann ist das alles so ganz, ganz leise. Aber Hauptsache, es explodiert was. Dann könnte man meinen, das ist gerade 3 Meter, ist da wirklich eine Granate hochgegangen. Na gut, so ist das halt, ne? Vielleicht muss ich einfach nochmal nachgucken, dass ich das vielleicht ein klein wenig besser regle, die Thematik. So, haben wir den Angriff abwehren können. Das ist doch schön. Haben wir jetzt wieder ordentlich Kohle, meine Freunde. Also... Ich weiß ja gar nicht, wohin damit. Das könnten wir jetzt upgraden. Müssen wir hier mal so ein... Wollen wir uns mal die Karre da holen, die ist ein bisschen schneller. Falls wir nochmal irgendwen verfolgen müssen. Und den holen wir uns dann, wenn wir irgendwann mal ein größeres hier Lager haben. Können wir 25 Leute mitfahren? Nee. Achso, das sind für Gegenstände. Das sind 8 Gefangene. Okay. Ich habe nichts gesagt. Alles gut. Hier können wir 5 mitnehmen. Mhm. Ja, alles klar.
Gut. Jetzt haben wir erstmal ein weiteres Auto uns zugelegt. Sehr schön. Ja. Ob der Tag ist dann eigentlich auch schon wieder gelaufen, ne? Kurz nochmal checken, was wir jetzt eigentlich an Werkzeugen haben. Ja. Gut, sollte erstmal ausreichen, denke ich zumindest. Ja. Würde ich sagen, dann gehen wir nochmal hier zurück. Und schlafen dann nochmal. Ja. Tag 12. Ist damit durch. Mariuszu, patrz na żmiję Olimpne, zagrajki. My, madre, listocit lejno własnie. Maszyny, acz na żewysza jadą, madre, blisz, tacz. Nu, pere wosku wsiem, eto morach patani. Okay. Also, ihr habt's gelesen. Die Olympischen Spiele starten. Ja. Im Zusammenhang mit den laufenden Vorbereitungen für die Olympischen Spiele werden neue Richtlinien für die Einreise in das Land eingeführt. Fahrzeuge mit mehr als 3 technischen Mängeln sind von der Einreise ausgeschlossen. Aha. Interessant. Ja gut. LKW-Waage. Aha. Überprüfe, dass dein Fahrzeug das zulässige Gesamtgewicht nicht überschreitet. Mhm. Du findest es in deiner Fahrzeugkarte und in deinem Servicehandbuch. Vergiss nicht, alle Verstöße ins Inspektionsbericht zu vermerken. Ich sag ja, die lassen hier nichts aus, ne? Tag für Tag kommt hier wieder irgendwas Neues rein. So, Kollege, ne? Auch du merkst da wieder, ne? Warum mir der Wind dir durch die Haare, also von dem, was halt dann noch da oben dran ist, durch die Haare da so fegt, weil die Scheibe halt da vorne mal wieder fehlt, ne? Naja. So. Ah, hier ist der Fahrzeugschein, okay. Ja, ihr seht ja, ne? Also es wird ja von Mal zu Mal einfach immer mehr. So, Passnummer, passt. 1. Dezember 81. So, er hat einen Kühlschrank. Ich muss gerade nochmal schauen, was haben wir denn prinzipiell hier für Infos? 44, Republik Kagastam, dunkelgrün, kaputte Reifen 2. Mhm. Okay. Erstmal ausladen. Okay. Aber ich zähle jetzt einfach noch einmal mit hier, dann haben wir es nämlich auch. Mein Freund, du müsstest vielleicht mal eben aussteigen. Danke. Okay. Okay. Gut, dann schauen wir erstmal. Also eine Scheibe, die ist schon mal defekt. Ich glaube, da fehlt auch eine Stoßstange. Oder? Würde ich jetzt mal so sagen. So, hier fehlt doch sowieso komplett. Ja. Ist das denn jetzt als 2 zu zählen? Hier links und rechts jeweils? Ich glaube ja, ne? Wir müssen gar nochmal das Gewicht uns anschauen. Mit oder ohne Person? Kann ich ihm sagen, dass er woanders hingehen soll? Nee. Gut, ist ja auch, ja, keine Ahnung. Maximalgewicht, ja. Gut, muss ja auch mit Person dann sein. Ne? So. Er registriert auf. Das, ja, stimmt auch nicht überein. So, was haben wir denn jetzt hier alles? Fahrzeugtyp, Frachtbrief ist in Ordnung. Fahrzeugtyp, Kennzeichennummer. So, OEL 30 91.
So, Kennzeichennummer falsch. Fahrzeuggewicht passt. Fahrzeugtyp Varilla. Steht das da irgendwo? Varilla 4x4, sonst muss ich gleich in meinem schlauen Buch mal checken. Hier, Varilla. Ja. Dreitürig Standard und zweitürig Cabrio. Das wird ja dann ein Cabrio sein, also passt das auch. Jetzt habe ich gesagt, Autoscheibe, defekte Karosserie zweimal, fehlende Stoßstange einmal, richtig? Ja. Ich glaube, das müsste alles sein. So kommst du auf jeden Fall hier nicht rein. Lass mal kurz den Kühlschrank wieder aufladen. So, hier haben wir jetzt alles drinstehen, richtig? Ja. Komm, ich mach die Tür für dich auf. Und mach sie auch wieder zu. Gute Fahrt wünschen wir. Ja, komm, komm, komm. Es wird früh dunkel heute, mein Freund. Okay, gerechtfertigt. Das war nicht perfekt, aber gut. So, was haben wir hier? So, Juni 81, das passt. Hier auch. So, kurz mal das Kennzeichen checken. So, LCZ 7840YX. So, Asam 72. Und erstmal hier gerade mal die Waage drücken. Das passt. So, Asam 72. Classic und Pickup. Ja, das ist ja dann die Pickup-Version. So, bitte einmal auch kurz aussteigen. Vielen Dank. Ja, okay. Das sieht für mich jetzt erstmal ganz gut aus. Auch das Auto macht einen ordentlichen Eindruck, wie ich finde. So. Also daher, ich wüsste jetzt nicht, was ich da beanstanden kann und soll. Daher, wir genehmigen das einfach mal. Ja, willkommen zurück. So, jetzt mal kurz abwarten, ob das jetzt eine perfekte Inspektion war. Nice. Kann ja kurz mal hier nachschauen. Hier wird ja sicherlich irgendwas jetzt zu den Olympischen Spielen stehen, oder? Was haben wir da? Oh. Mineneinsturz. Mindestens 5 Bergleute wurden getötet, als am Morgen ein unterirdischer Tunnel in der Kohlenmine Britka einstürzte. Rettungsteams versuchen, 12 Verschüttete zu befreien. Außerdem sind mehr als 1000 Bewohner der umliegenden Dörfer den Verletzten zu Hilfe geeilt. Im Moment sind die genauen Ursachen der Tragödie noch unbekannt. Mhm. Und hier, die große Aufräumaktion. Im ganzen Land laufen die Vorbereitungen für die lang erwarteten 22. Olympischen Spiele, um das Image unseres Landes zu verbessern. Natürlich, wofür denn sonst auch? Ne? Das Image des Landes zu verbessern, führt die Partei die Zivildienstverpflichtung ein, nach der jeder Bürger verpflichtet ist, 10 Stunden gemeinnützige Arbeit pro Woche zu leisten. Diese arbeitsreiche Zeit soll ein Zeugnis für die Stärke des Geistes unserer Nation sein. Ja. Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt. Gemäß der Entscheidung des Arbeitsministeriums werden die, das ist auch ziemlich cool hier gemacht, ne? Alles hier Blocksatz, werden die Beschäftigungsbeschränkungen vorübergehend ausgesetzt. Der Entwurf der Liste unnötiger Berufe wird für notwendige Änderungen an das Parlament zurückgegeben. Gut, also darauf müssen wir jetzt auch nicht mehr achten, ne? Die Geschichte mit den Berufen. Holen aber jetzt das nächste Auto mal rein. Während sich der Kollege davor nochmal schön streckt.
Scholleck. So. Okay, September 81, das sieht gut aus. Geburtsdatum 32. Habe ich eigentlich irgendwas hier noch mit einem Alter? 44. Nein, wir machen jetzt keine Geschäfte, mein Freund. Was wir aber jetzt mal machen, ist mal Zeug hier ausladen. Ja. Pscha. Mein Lieber. Ja, was haben wir denn da? Du kommst aber jetzt gleich direkt mal in die Zelle. Ja. Sowas sehen wir hier nämlich überhaupt gar nicht gerne. Hallo. Das war so klar, ne? So, ich brauche ein anderes Fahrzeug, mein Freund. Steig dir einfach ein. Ach Gott. Das darfst du keinem erzählen. So, komm, zieh an, mein Freund. Ich liebe dieses Spiel. Dieses Spiel ist unfassbar gut. Ah. Oh, man sieht schon, ne? Das Auto ist schon, um einiges schneller. Aber er muss ja aufpassen hier. Dem kannst du richtig Rallye fahren hier. Offroad. Nice. Das Blöde ist natürlich aber jetzt auch, ich kann den ja noch jetzt nicht so geil rammen, oder? Also... Oh, doch. Komm. Ja. Ich komme da nicht raus. Kann ich hier aussteigen vielleicht? Ah, ich liebe dieses Spiel, ey. Ungelogen. Ja, die Schwerkraft macht uns jetzt gerade ein Problem. So, er sitzt jetzt da drin, ne? Jo, 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 jo. Langsam, Freunde, langsam. Ich halt, ist da hinter mir noch irgendwer oder was? Da! Ja, guck mal, so wie der da liegt, ist auch, ja, sehr bequem, ne? Aber gut. Was haben wir denn hier? Leiche durchsuchen. Ah, schaut mal, das ist ja interessant. So ziehen? Nö, der kann ja erstmal so liegen bleiben. Ist ja okay, ne? Wir haben ja nicht angegriffen oder angefangen, ne? Also daher... So, Munition für Schrotflinte. Hat er denn eine Schrotflinte im Prinzip? Ja, die liegen alle hier so. Was ist denn hier los mit euch? Ja. Also, wenn ich so liegen würde, ich würde einfach 3 Wochen Rückenschmerzen haben danach. Aber gut, wie gesagt, ne, das Thema ist ja eh für die durch. Okay, so, wir müssen zurück. Steigen mal wieder hier ein. So, uns mal die Karte aufrufen. Wo sind wir überhaupt? Ach ja, okay, da sind wir schon mal auf einem ganz guten Weg. Hoppala. Achso, hier kann ich ja noch hinten gucken. Das geht ja einigermaßen, ne? Guten Tag, Genosse. Okay. So, du, mein Freund. Und bist erstmal in die Zelle. Boah, Leute, damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet, ne? Aber da auch sieht man wieder, ne? Also... Man ist schon zweimal, dass die Leute einfach dann nicht anhalten und dann einfach durchballern durch die Schranke. Ja, jetzt hatten wir es einmal, dass die aussteigen. Wir finden etwas.
Und die steigen einfach rotzfrech in die Karre und fahren dann weg. Ja? Also ich sage, hier gibt es nicht, was es nicht gibt. Und es macht auf jeden Fall ziemlich Bock, dieses Spiel. Also das ist echt ziemlich gut gemacht. Und ja, warum sage ich das jetzt? Ja, könnt ihr euch sicherlich vorstellen, weil ich jetzt gerne nochmal die Gelegenheit nutzen möchte, eine kleine Pause zu machen. Wir sind ja jetzt schon bei knapp 40 Minuten angekommen. Auch hier wieder, auch jedenfalls mal eine Pause von ein paar Minuten, ja, so, und dann geht's natürlich im nächsten Video hier an der gleichen Stelle weiter. Ihr kennt das ja, ne? Wenn es euch, gefallen, unterhalten haben sollte, ihr kennt das ja auch, gerne Like und Abo da lassen und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Das war's jetzt erstmal soweit von mir. Ich bedanke mich fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.